Den Anfang machte an dem Abend ein Dachs, der ein bisschen durch die Gegend schaute. Kurz danach schaute noch ein Fuchs vorbei, der aber nicht besonders lang blieb und wieder abzog. Nach einiger Zeit merkte ich ein Knacksen rechts von mir und konnte da auch Schweine ausmachen. Sie zogen vorsichtig, aber doch immer wieder stetig in Richtung der Sule bzw. Kirrung. Und auf langsamen, leisen Schritten näherten sie sich. Es war klar, es waren drei Schweine. Ein Schwein musste sich noch etwas abreiben. Die anderen stürzten sich gleich erstmal auf die Kirrung. Mit aller Ruhe hatte ich genug Zeit, alle drei Schweine zu beobachten und mir eins gezielt raussuchen zu können. Alle drei waren Überläufer. Keins war führend. Und es waren auch alle drei weiblich. Wir spulen mal ein bisschen vor. Dauert uns ewig. Ich nahm die Kleinste ins Visier. Wobei klein bei den drei Stück relativ war. So standen sie natürlich noch zu nah beieinander. Auch wenn das mittlere Schwein natürlich mega breit zu mir stand. Mal noch ein kleiner Vergleich zwischen Wärmebild und Nachtsichtgerät. In der gleichen Situation natürlich gefilmt. Und wieder etwas schneller das Ganze, damit wir auch zum Ende kommen. Statt weiter auseinander rutschten sie immer mehr zusammen. Aber der Abend war jung und wir hatten Zeit. Also warteten wir. Hier nochmal die Sicht mit dem Nachtsichtgerät. Ab jetzt wurde die Situation etwas spannender. Auch wenn es im ersten Moment nicht so wirkt. Aber hier nochmal ein schöner Vergleich zwischen Wärmebild und Nachtsichtgerät. Das Ganze spielt sich auf ungefähr 40 Meter ab. Dann gab es nochmal kleine Unstimmigkeiten zwischen den Schweinen. Macht aber nichts. Kurzes Bild von der Wildkamera. Und das ausgesuchte Schwein stand etwas abseits von der Rotte.
Hier nochmal die Situation mit Wärmebild und Nachtsichtgerät im gleichen Moment. Mit dem Nachtsichtgerät wurde geschossen, mit dem Wärmebildgerät nur beobachtet. Und es wurde gewartet, bis die Sau bereit steht. Nochmal kurzer Blick, ob die anderen beiden Schweine da sind, wo sie sein sollen. Wie es immer ist, manchmal dauert es einen Moment länger. Ich glaube, die Situation sollte kommen. Im Nachtsichtgerät sieht man eine kurze Überblendung. Die Sau flüchtete noch wenige Meter, eine kurze Todflucht. Und nach wenigen Metern lag sie aber auch und bekam noch ihren Bruch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.